Ich bin heute mit dem Radl und mit der Bahn im wunderschönen Pinzgau unterwegs und mein erster Stopp ist das Wollstadl in Bramberg. Da wird die ganze Wolle von den Schafen verarbeitet, die im Sommer über auf der Alm sind. 800 Kilogramm Wolle verarbeitet Heidi hier jedes Jahr, vor allem zu Hüten und Hausschuhen aus Filz. Die Wolle kommt von den umliegenden Bauern und den eigenen Schafen. Also da haben wir jetzt die Wolle, die kartiert ist. Also das heißt, sie ist ausgekämmt, dass da die Fasern in einer Richtung sind. Und so kann man es dann verwenden zum Filzen oder zum Spinnen. Und die Wolle, die noch nicht kartiert ist, schaut so aus. Sie ist so warm und weich und die Finger werden dann ein bisschen fettig. Da hat man dann das Wollfett dran, das ist das Lanolin, das ist eben sehr heilsam. Bis die Wolle aber so sauber und weich ist, sind es noch einige Arbeitsschritte. Du bist gerade beim Wollewaschen, Sichi. Ja, grüß dich, ja genau. Da habe ich jetzt die Wolle im Seifenwasser eingeweicht über die Nacht und jetzt müssen wir es noch ein bisschen durchspülen. Das ist ganz schön viel Dreck da, gell, die Schafe. Ja, die Wolle vom Frühling ist aber sehr dreckig, weil sie doch den ganzen Winter drinnen sind im Stall. Jetzt tue ich es einfach ein bisschen ausdrucken. Schafwolle ist ja so ganz ein tolles Produkt. Einfach, das riecht so gut und ist so weich. Das ist einfach so was Natürliches, gell? Das kann man so vielfältig verwenden. Ich persönlich tue ganz gern filzen, dass man einfach aus so einem einfachen Produkt dann in relativ kurzer Zeit ein schönes Ergebnis hat. Und die Ergebnisse schaue ich mir dann auch gleich an. Da bin ich jetzt schon im Wollstadl zwischen hunderten Hüten, Batschen und sonstigen Sachen, die die Heidi so macht. Also Fahrt wird ihr sicher nicht so schnell. Da gibt es aber nicht nur die Produkte aus Filz, die die Heidi selber macht, sondern zum Beispiel auch den Honig aus der Wildkugelimkerei. Und das ist mein nächster Stopp. Von Bramberg bis Neukirchen fahre ich mit der Pinzgauer Lokalbahn. Und von da geht's jetzt mit dem E-Bike weiter. Denn das Bienenhaus von Gitti und Sepp liegt etwas höher oben am Berg. Da auf über 1000 Meter Seehöhe haben die Gitti und der Sepp ein Bienenhaus. Das ist einer aber noch nicht hoch genug, denn sie fahren noch weiter auf mit den Bienen und haben dazu ganz eigene Gerätschaften. 18 Meter Schienen haben die beiden hier verlegt, damit sie die Bienenkästen und das ganze Zubehör ganz einfach über den Steilhang nach oben transportieren können. Die Schienen haben sie 2013 der Pinzgauer Lokalbahn abgekauft. Der Wagen und der Antrieb sind eine Eigenkonstruktion. Da habe ich meine Bienenstöcke, mit denen fahre ich jetzt auf. Und die gehen auf die Alm auf nachhand. Jetzt haben wir es benannt. Kann ich dir irgendwas helfen jetzt? Ja, ich gehe jetzt auf und dann lasse ich den Aufzug auf. Und ich schaue unten, dass alles passt? Ja, dass sie nicht umfallen. Oben werden die Bienenstöcke dann ins Auto geladen und auf die Alm gebracht. Sie sind nur 5 bis 6 Wochen am Berg. Also das ist nur die Zeit, wo die Alpenrosen blühen. Da gehen sie nachher auf 1800 Meter auf die Alm auf. Und da erntet man dann einen Alpenrosenhonig. Dann holen wir sie wieder, dann fahren wir sie wieder da an und kommen ein in die Schleuder. Gitti liebt nicht nur den Honig, den sie erzeugen, sondern vor allem den Umgang und die Arbeit mit ihren Bienen. Das ist halt, weil die Bienen einfach ganz was Besonderes sind. Also mit Bienen, da hast du was da und das ist sehr beruhigend da. Und auch die Bienen selbst sind hier sehr sanft. Gitti und Sepp züchten die Königinnen selbst. Man kann die Bienen auf Sanftmut züchten, die Königin auf Sanftmut züchten. Gell? Und wir stehen ja im Bienenhaus eigentlich, ohne dass wir uns jetzt anziehen. Wir sind kurzärmlich, so wie ich jetzt da stehe, so stehe ich im Bienenhaus beim Schleudern oder beim Arbeiten bei den Bienen. Die Bienen und Gitti sind ein unschlagbares Team. Für mich geht's jetzt aber wieder zurück ins Tal und weiter ins Herz des größten Nationalparks Mitteleuropas, dem Nationalpark Hohe Tauern nach Krimmel. Ich konnte zwar jetzt mit dem Radl nach Krimmel fahren, ich gehe es heute aber ein bisschen ruhiger an und fahre mit dem Zug weiter. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten und das Fahrrad nehme ich einfach mit ins Abteil. Denn dann geht es wieder steil bergauf mit dem E-Bike. Schon am Weg sehe ich, wie sich die Krimmler Wasserfälle ins Tal stürzen. Zuerst zieht es mich aber zu den Wasserwelten Krimmel. Da gibt es seit Frühling 2020 eine ganz neue Ausstellung. Es dreht sich natürlich alles ums Wasser und zwar in allen Aggregatzuständen. Von freischwebenden Eiskristallen bis hin zum Wasserkaleidoskop. Ich glaube, ich befinde mich gerade innerhalb von einer Schneeflocke. Hier kann man die verschiedenen Gesichter des Wassers am eigenen Leib erfahren.
Da sehe ich jetzt schon direkt zum Wasserfall und da schaue ich als nächster hin. 5600 Liter Trinkwasser stürzen jede Sekunde von den Krimmler Wasserfällen ins Tal. Von hier aus fließt es weiter in die Salzach. Dort erzeugt es mit Hilfe von zahlreichen Wasserkraftwerken saubere Energie für das Bundesland Salzburg, bis es über den Inn und die Donau nach einer Reise von etwa 22 Tagen im Schwarzen Meer landet. Der Wasserfall da ist richtig gewaltig und es ist so erfrischend da. Ich glaube, ich bleibe da jetzt noch ein bisschen.